Freunde, willkommen zurück zu Mario Galaxy. Hier sind wir noch vor der Küche und wir haben im letzten Part tatsächlich einen Spezialstern in dieser Spukhausgalaxie geholt und sind jetzt auch mit dieser komplett fertig und jetzt können wir die Küche auch weitermachen. Ich denke sogar, dass wir sogar mit der wirklich beinahe fertig sind. Wir haben da echt nicht mehr viel, das man da machen muss, wenn wir jetzt hier hoch sind. Die Spukhausgalaxie, die Phantomgalaxie, ist abgeschlossen. Wir haben hier nur noch einen Komet, sondern einen Anflug auf Risikokomet. Können wir uns mal eben anschauen, wenn ihr wollt. Diese Kometen haben ja alle ihre verschiedenen Effekte. Aber ich glaube, den Risikokometen hatten wir nämlich noch nicht. Den gucke ich mal an. Im Anflug Risikokomet. Das schauen wir uns einfach mal an. Risikokomet, Weltallschutt. Bin ich sehr gespannt, was es zu bieten hat. Okay, es ist auf jeden Fall wieder Bosskampf. Okay, es ist der Bosskampf. Okay, gut zu wissen. Aber ich weiß jetzt persönlich gerade nicht, was der Risikokomet macht. Wir haben einfach nur ein Leben. Okay, wir haben ein Leben und müssen mit einem Leben diesen Gegner besiegen. Ob das gut geht, ich weiß es nicht. Oh, verdammt. Und Freunde, da... Oh nein, das wird schwer. Wenn ich das nicht schaffe, ist auch nicht so schlimm. Ich werde dann leften, weil ich habe keinen Bock, hier Game Over zu gehen. Das bin ich nämlich noch gar nicht in Mario Galaxy, das will ich auch nicht. So, der Anfang von diesem Monster ist ja sehr, sehr einfach. Genau denselben Boss haben wir ja im letzten Part schon besiegt. So ist es ja, ne? Muss dann einfach hier die Geister auf ihn schleudern, die wiederum alle nicht sonderlich stark sind. Ich hoffe, das wird kein Problem. So, nochmal geschwächt. So, schleuder ruhig deine ganzen Sachen. Du bist eh null und nichtig in kürzester Zeit. Yes. So, jetzt zeigt er seine Zunge. Wir müssen jetzt das gleiche wieder machen. Wie eben, nur halt ein bisschen anderer Art, nur auf seine Zunge da treffen. Und ihn selber können wir leider nicht schleudern und ihn hier runter schleudern und direkt gleich töten. Auch wenn es am besten wäre. So. Erste Form, jetzt kommt noch die zweite Form und da greift er uns mit seinen Grabschhänden an. Und das ist das Schwierige. Und hier denke ich, werde ich sterben. Aber ich probiere es wenigstens. Na, probier geht immer studieren. Der gute Satz ist auch hier so breit. Yes! Hab ich gut erwischt. So, weitermachen, wie es eben war. Sowas ganz gut. Mit seinen Fäusten schlägen trifft er eigentlich nicht. Damit trifft er ein bisschen schlecht. Aber damit trifft er immer richtig safe. Jetzt in dem Fall nicht. Und die Dinger kann man sogar mit einem Dreher kaputt machen, fällt mir gerade auf. Das wusste ich vorher sogar nicht. Weil das sind auch die ganz gefährlichen. So, die Steinwerfer sollten gut an mir vorbeigehen, wenn ich aufpasse. So, aber das passiert halt ganz gerne, dass die... Dass man die Steine halt, die Geister gegeneinander schleudert und sie sich gegenseitig ausschalten. So. Sehr gut, habe ich wieder einen Geist. Nice. Ich kann auch die Hände von ihm zerstören. Das bringt mir jetzt leider Gottes nicht so viel, außer dass ich halt freien Raum habe. Aber mit der Zeit ist es besser, wenn ich einfach direkt seinen Körperbody treffe. Okay, sehr gut. Jetzt schleudert er wieder Steine. Darunter ist auch der vorletzte, der Geisterstein, den ich mir jetzt holen sollte. Yes! Ist in Hand zerstört. Wenigstens etwas. Ich sollte mich freuen über das, was passiert. Ohne Spaß, denn ich habe jetzt bis jetzt noch kein Leben verloren. Das ist sehr, sehr gut. Und das war perfekt. Batz. Ich habe ja noch einen Geist. Yes! Oh mein Gott, Freunde, ich könnte es schaffen. Ich könnte es tatsächlich jetzt schon schaffen. Außer, ich schaff's nicht, ihn jetzt mit der Zunge zu treffen. Aber das sollte kein Problem sein! Yes! Risikokomet haben wir auch beim First Try geschafft. Ja! Richtig cool. Hätte ich sogar nicht gedacht, dass das passt, dass ich das wieder so schnell schaffen. Ohne Spaß jetzt. Nice. Risikokomet geschafft. Wunderschön. Ja, Freunde, dann können wir direkt weitermachen in der nächsten Galaxie. Ich hätte nicht gedacht, dass das, wie gesagt, jetzt schon hinhaut. Boah, geil. First Try. Super. Ha! Jetzt könnte ich alle im Arsch lecken. Ich fälle jetzt nicht mehr so Mario Galaxy. Ha! Die Leute, die ich meine, die werden sich angesprochen fühlen. Das ist nicht böse gemeint. So. Schauen wir mal, was da noch so ist. So, hier ist die Phantomgalaxie. Da haben wir jetzt wirklich fast alles abgeschlossen, was da jetzt angezeigt wird. Da ist noch ein Fragezeichen, Jenny, der Schwimmlandgalaxie. Weiß ich nicht, wo der sich befindet.
guck ich mal, was da so ist. Aber da gab's ja auch nichts irgendwie. Der wird ja auch nicht angezeigt. Die Marienfestung. Gibt's ein Fragezeichen, aber ich weiß nicht wo. Deswegen lass es erstmal links liegen. Und mach jetzt direkt weiter. In der nächsten Galaxie. Wird tatsächlich die Bowser-Galaxie. Und 23 Sterne, wir haben 37. Das sind auf jeden Fall genug. Das sind 14 mehr und da ist sie. Bowser Juniors Schiffsfabrik. Okay, wieder ein Schiffslevel. Die Musik ist sehr cool und ich hoffe, das Level auch. Also, lass uns einfach mal dorthin fliegen. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie es dort aussieht. So, verjage Bowsers Armada. Das habe ich schon einmal gemacht. Und nochmal kann ich das auch. Da haben wir direkt die Schiffe. Sieht nicht gerade ungefährlich aus, um ehrlich zu sein. Boah, sind das viele. Bam, 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 bam. Die Mucke hat so richtig drauf. Das ist der krasse Ohrwurm. Oh, yeah. Bam, 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 bam. Yeah, jetzt geht endlich mein Taylor Swift Ohrwurm weg vielleicht. Geil. Dam, 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 dam. Jetzt muss ich nicht mal Shake It singen. Jetzt gehen wir da rein. Ohne Kanone. Bestimme dein Ziel mit dem Kreuz und drücke A. Okay, ich sollte auf jeden Fall da oben hin zielen, ne? Nein, ich ziehe da hinten hin. Da ist er noch. Da ist ein Special Stern. Das sehe ich doch. Yeah! Fuck! Dumm, 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 dumm. Ich bin ein dummer Kopfmann. Bum, 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 bum. Genau! Ich bin auf seinen Kopf gesprungen. So, jetzt habe ich wieder die Münze. So, ich glaube, da kann man doch auf den Gummaplanet kann man locker easy drauf, da bin ich mir sicher. So, diesmal habe ich auch gut drauf gezielt. What the fuck? Geht hier ab! Läuft! Man kann den Gumbas töten. Das ist eine kleine Sprungblase oder was? Yeah! Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn bitte? Ein kleines Easter Egg hier am Rande. Oh nee, was heißt Easter Egg? Kleines Special, sag ich mal. Yeah! Und jetzt kommen wir wieder zurück. Beziehungsweise hier dran, wo wir uns eigentlich dranhängen sollten. Und da oben ist nämlich auch so ein Star. Okay, der hätten uns eh dran hängen können. Yippie! What the fuck, laserschießende Dildos? Wie soll ich ausschießen? Oh mein Gott. Kameki! Kacken! So, wir können sie hier hinziehen. Okay, diesmal sollten. Oh mein Gott, diesmal sollten wir wirklich dahin. Butz! Oh Gott, das war richtig gut. So, Wii U. Da ist nämlich wieder ein Luma, den werde ich schön wieder. Was abkaufen, wenn die Sternteile hätten. Ich habe leider nur 18. Ich habe zu wenig. Oh, aber deine Sternteile reichen offenbar nicht. Also komm später nochmal wieder, du Schrotzettmann. Egal, dann hol ich mir neue. Alter, du strahlst mir voll ins Gesicht. Ah, meine Augen, meine Augen. Mario ist endlich soweit. Mein Herz pocht so sehr, als wollte es zerreißen. Oh, ich liebe dich so. Dum, 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 dum. Ram, bam, 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 bam. So, Fickler. Wir kacken. Die geben nämlich schön Sternteile. Das ist praktisch. Die ich ja jetzt brauche. Und jetzt kann ich mir es leisten. Ja, yeah, ich habe exakt 30. Exakt. Ursula. Die Maxkraft. Heiße ich jetzt Max, Mann. Dum, 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 dum. So. So, wieder Folge stopft. Und der Pilz gehört mir. Nice. Yes. Was bringt eigentlich das hier?
Ach, das ist wieder so ein Rad. Ach, das gibt auch Sternteile. Ja, gut zu wissen. Hätte ich mir sogar hier holen können. Egal. Egal. Warum nicht? C-gal. Oder D-gal. Warum immer E-gal. So, da haben wir nochmal so einen Käfer, der ist eigentlich in der Beam-Galaxie vorgetreten. Aber auch hier, aber sollte er nicht mal wieder machen, ne? Dann geht er nämlich drauf. Yes, jetzt geht's los hier, Mann. Und... Bug! Ich wurde nach hinten geglitscht! Habt ihr's gesehen? Was war das für ein Bug? Ist das normal? Warum wurde ich nach hinten geglitscht? Was zum Henker? Ich will aber nicht, dass es normal passiert. Das ist ein bisschen bitchig. So. Ich kann mir zum Glück das ja immer alles nachkaufen, aber... Hä? Spiel! Gebiet... Ey, ja! Sag mal, hackt's? Stirb! Ich bin kein bisschen auf die Strahlung gekommen. Jetzt muss ich einen Stern schon opfern, um mir deine Münze rauszuholen. Beim zweiten RSK kriege ich sie. Aber warum zur Hölle bin ich da so lang geglitscht? Ja, jetzt nicht mehr! Habt ihr's gerade... Das war ein Bug. Richtig gemeiner Bug. Müsst euch gleich anschauen. Ich lüge euch nicht an, könnt gerne zurückspulen. Ja, wenn man springt, ist ja klar, dass man zurückfällt. Aber eben war das nicht so. Da bin ich nicht mal gesprungen. Da war ich ganz normal am Stehen. Aber ich würde mal sagen, jetzt kriegt Bowser Jr. eins aufs Maul, ne, wenn er da selber überhaupt ist. Oder er wieder eins an Kamex für mich beauftragt. Nein, tatsächlich ist er es selber. Du gibst wohl nie auf! Da muss ich dich eben persönlich plattwanzen! Wenn du den großen Stern haben willst, dann versuch ihn doch zu erbeuten! Na, das werde ich auch machen. Das werde ich auch machen. So, ich sollte auf jeden Fall wieder die Koopas hier nehmen. Und den alten Struggle abschmeißen. Nimm hier ins Face, Alter! Bart! Dein Schiff hält nicht viel aus, habe ich mal gehört. Da muss Bowser wohl bessere Sachen anschaffen. Die ist nicht so hart wie Kruppstahl, ihr Batz. Du alter Struggle, geh kacken. Oh mein Gott, was am hier ist auf Dose. LP, let's play. Zack. Ich hab ihn verfehlt. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Wieder verfehlt. Das ist wiederum schlimm, wenn ich das schaffe. So, jetzt komm. Gradelins in sein Face. Oh, das hat wehgetan, nicht wahr? Jetzt bist du sauer. Du altes Spielkind. Das ist wie im Amiland, ey. Die kriegt auch alles in den Arsch gestoppt, weil er die ganzen Waffen überschlummelt. Watz. Und ich sollte, glaube ich, mehr zielen, weil das ist kein roter Panzer, den man einfach so werfen kann, wie man will. Ich frag mich, gibt's überhaupt rote Cooper Shells? Ich sehe mich gleich mal um, wenn ich den geworfen habe hier. Wow, wow, wow. Knacks. So, bis jetzt ist das ja relativ einfach hier. Okay, haben wir einen Goomba. Alter. Die sollen anscheinend auch Leben geben. Alter, was geht hier gerade ab? Junge! Was hast du bitte geraucht? Mit welchen Sachen spielst du, du altes Spielkind? Hier ist ein One-Up. Los, Kugelwillis. Ihr wisst, ich weiß, was ihr haben wollt. Hallo. Und Knacks. Haha. Mein One-Up. So, und jetzt gebe ich Bowser's Jr. schon das Schiff alles. Dann muss sein Vater ihnen ein besseres Spielzeug kaufen, nicht wahr? Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Muss ausweichen. Nein! Da wird getroffen. Was soll ich auch machen? Ich kann ja nicht durchgeausweichen, ne? So, jetzt aber. Nein, auch du, nein! Du, na! Wow, wow, wow. Chill der Nippel. Nice. War's das? Ich glaube, der hat ordentlich aufs Maul bekommen.
Ich würde sagen, der Großstein wird uns... Alter, ist das geil. Geiles Battle. Super deftig. Super kräftig. Super geil. Wir haben es geschafft. Bowser Jr. ist Geschichte und der Stern gehört uns. Yes! Yes! Der glänzt so wunderschön. Großer Stern erhalten. Oh, ist das wunderschön. Geil. Haben wir die Küche sogar abgeschlossen. Boah, ich weiß ja nicht. Boah, seht euch das an. Wir brauchen nur noch, glaube ich, 2 große Sterne. Yeah. Jetzt leuchtet es schön blau. Yes. Oh shit, und ein weiterer Teil wird erleuchtet. Sieht aus wie das Bad, das Schlafzimmer. Du hast deinen Stern erhalten. Boah, du hast Schussfabrik. Oh mein Gott. Wenn ich das Spiel nicht 100%ig spiele, brauche ich so viele Parts, aber es geht doch ziemlich gut voran, oder nicht? Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Alter, nice. Schlafzimmer, genau, Schlafzimmer ist es. Gut zu wissen. Ah. Dank dir und deinen Freunden sind die Kuppel des unseres Stockwerks alle angesprungen. Sobald die Maschinen im Maschinenraum im obersten Stockwerk wieder anspringen, wird die Sternwarte des Kometen wieder als Sternschiff fungieren können. Sehr schön. Dann wirst du auch zum Zentrum des Universums reisen können, wo die kostbare Person auf dich wartet. Oh Mann, es geht super gut voran. Das speichern wir ab. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr. Weil ein 100% LP wird es jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Und, toll, wieder ein Brief für mich. Bevor ich weiter rede, lasse ich ihn erstmal rollen. Hier ist ein Brief von Prinzessin Peach. Oh, ich habe wieder One-Ups für dich. Ich habe wieder aus mir rausgepresst. Oh, wunderschön. Ja, ja. Die Lieferung mich natürlich an. Ist doch sehr lieb von ihr, oder nicht? Ja, sehr schön. So. Jedenfalls 100% habe ich ja eigentlich schon gesagt, für einen Blind LP würde ich das nicht so gern machen, denn. Luigi ist in Ordnung. Denn ich finde, da sollte ich jetzt erstmal einmal im LP so normal durchspielen. Privat mache ich vielleicht einmal 100% und dann kann man 100% gut machen. Weil es ist alles ein bisschen doof, im Blind LP direkt 100% zu machen. Das würde ich nicht so gern machen, denn dafür, das ist einfach, ich will das Spiel genießen. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. So, und hier sind wir jetzt in der neuen Galaxie. Aber ich würde sagen, damit es besser passt, werden wir die erst im nächsten Part betreten, auch überhaupt da reingehen. Alter, hier sieht man Nummer 4. Hier ist die Garage, Terrasse, Badezimmer, Schlafzimmer, Bibliothek und die Küche. Und hier oben. Und da ist auch noch was. Da ist so ein Haus. Boah, das ist richtig geil. Geil, geil, geil. Ja gut, meine Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann werden wir auch dieses schöne Häuschen hier betreten. Das Schlafzimmer. Vielleicht liegt der Rosalina drin. Nein. Oh Mann, was glaube ich schon wieder. Ja, okay. Meine lieben Freunde, das ist ein gutes Partende. Wir haben wirklich jetzt... Ich finde, wir kommen eigentlich ziemlich gut voran. Ich weiß auch nicht. Irgendwie so schlimm ist es doch gar nicht, oder? So schlimm ist es auch nicht. Ich habe da die Galaxie ganz gut beendet. Und ich hoffe, ihr habt diesen Part Spaß gehabt und ihr konntet ihn auch gut beenden. Also sehen wir uns auch das nächste Mal wieder. Bis dann, meine Freunde, und tschüss.